Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Landwirtschaftssimulator 2017 Singleplayer-Projektes auf der Goldcrest Valley Map. Zum Jahresende habe ich beschlossen, die Fahrzeuge nochmal sauber zu machen, weil wenn ich mir das hier so anschaue, gerade wie der Pflug aussieht, ja, da könnte man noch ein bisschen für Sauberkeit sorgen. Ich schaue mal gerade so durch, wer da so in Frage kommen würde. Der 724 auch mit Anhänger. Der wurde ja noch nie verwendet. Das Schneidwerk. Oh, Maisgebiss. Bisschen fleckig. Wirklich auch erstmal. Der Rostelmaschhäcksler. Habe ich mal wieder so blöd hier eingepackt. Bisschen fleckig. Ach komm, ich mache dann alle Fahrzeuge. Gut, vielleicht mit Ausnahme vom Schneidwerkswagen. Der ist relativ sauber. Grubber. Und die Sämaschinen sehen natürlich aus wie sonst was. Genauso wie der Frontlader und der Valtra. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal rauszubekommen, welche Fahrzeuge sind da erstmal so davon abhängig, welchen sollte ich sauber machen. Ich könnte eigentlich mit Ausnahme vom Schneidwerkswagen eigentlich alle. Bei manchen nur mal kurz drüber. Also Schneidwerkswagen und den Ladewagen kann ich auslassen. Genug Geld habe ich ja für einen Kärcher. Kostet 4500. Ich platziere den hier. Sind die Wege schön kurz. So, und du bist der Erste, der dran ist. So, einfach mal vor. Vorm Jahresende machen wir einfach mal sauber. Der erste Traktor ist schon mal sauber. Der Grubber wird wahrscheinlich von der Länge her auch nicht ausreichen. Eigentlich bräuchte ich bloß draufhalten und abwarten, aber ein bisschen Bewegung ist auch nicht schlecht. Erstes fertig. Heißt, den packe ich jetzt irgendwo ein. Stellen hier einfach ab. Und schnappe mir jetzt den Joskin-Anhänger. Das ist der nächste. Und da kommen so nach und nach die einzelnen Maschinen dann dran. Und sonst mache ich die ja sonst nie sauber.
Okay, das ist sauber. Wie weit komme ich in die Richtung? Kann ich ja gleich die erste Seemaschine noch sauber machen. So, der Waltra, der hat natürlich ordentlich Dreck dran. Ist eigentlich auch unser ältester Traktor. Und der erste, der neu angeschafft wurde. Das Geniale an dem ist einfach diese drehbare Kabine. Auch der Frontlader hat aber einiges an Dreck abbekommen. Kennt man ja kaum die Sicherheitshinweise. Muss ich wohl irgendwie runterlassen, um das richtig sauber machen zu können. Sieht sonst blöd aus, der Aprilandmaschine, aber total dreckiger Frontlader. Und außer der Grupper, der hat natürlich dadurch, dass er relativ häufig im Einsatz ist. Auch ein bisschen was am Dreck dran. Aber irgendwie wird der Frontlader nicht sauber. Weiß nicht wieso. Ich glaube, den fahre ich mal ein kurzes Stück raus. Ich kuppel den mal ab. Vielleicht liegt es ja daran. Dass den vielleicht vorher, Alter. Ich hätte ihn vielleicht doch vorher abkuppeln sollen. Ist einfach halt nur eine kurze Maschinenpflege. So. Und den Joskin-Anhänger parken wird wieder dort ein, wo er herkommt. Brauche ich den jetzt erstmal? Ich glaube nicht.
Loks brauche ich ja nicht sauber machen. Dafür die beiden, sowohl den Mähdrescher als auch den Feldhäcksler. Damit die hier nicht unnötig Kraftstoff verbrauchen. Aber viel wird das hier nicht sein. So, und jetzt habe ich schon wieder die maximale Entfernung erreicht. Aber ja, gut. So, und damit werden die Erntemaschinen auch fertig. Ladewagen, der war nie im Einsatz. Der ist noch komplett neuwertig und... Was ist denn da los? Keine Ahnung, warum der gerade so rumgebackt hat. Und dann kann ich schon mal den vorfahren. Rein in den Rostelmasch. Mein, so ein Feldhäcksler ist schon was Tolles. Der wird doch demnächst zum Einsatz kommen, weil ich höhere Ausgaben geplant habe. Und das heißt, dass der, dass wieder Raps angebaut wird, um wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Das dürfte es gewesen sein an den Fahrzeugen. So, jetzt sind alle Maschinen wieder sauber. Und ich glaube, so kann man auch durchaus ins neue Jahr starten. In dem Sinne wünsche ich einen guten Rutsch und einen guten Start ins Jahr 2017.